hold me close and don't let go. The night is long, I'm all on my own. Wäre voll cool. Morgen! Hallo, ich bin der Ekrem, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Bulgarien. Vor 7 Jahren bin ich hierher nach Deutschland gezogen und jetzt zurzeit besuche ich die FOS Augsburg mit der Fachrichtung Internationale Wirtschaft. Dank der FOS habe ich ein Praktikum bei der Stadtsparkasse Augsburg als Bankkaufmann angefangen und ich habe dort sowohl sehr viel gelernt als auch erlebt. In der FOS mussten wir viele selber vorbereiten, viele selber lernen und das hat mir wirklich die Stärke gegeben, mich mehr zu motivieren, mehr Eigeninitiative zu zeigen. Und das Praktikum, was ich dann angefangen habe, da habe ich mein Selbstbewusstsein sehr gestärkt. Da habe ich gelernt, wie es wirklich ist im Arbeitswelt. Also es ist schon anders in Schule, im Vergleich zur Schule und zur Arbeit. Und dank der FOS, dank dieses Praktikum, habe ich es gelernt und das hat mich wirklich überzeugt, dass ich mich dafür entschieden habe. Hey, ich bin Lara, ich bin 19. Der Gestaltungszweig hat mir an sich sehr viel gebracht, also persönlich, weil ich schon der Meinung bin, dass ich jetzt deutlich besser zeichnen kann und ich habe hier sehr viele coole Leute kennengelernt. Ich bin lockerer geworden, ich bin offener geworden, auch ja, durch die verschiedenen Sachen, die es hier halt so gibt, beispielsweise den Kulturslam oder auch den Polen-Deutschland-Austausch. Also da sind Polen hier nach Deutschland gekommen, wir sind nach Stettin gegangen und das war zwar auch gestalterisch, aber auch sehr so zwischenmenschlich und da ich selbst Polnisch spreche, habe ich sehr viel übersetzt und habe gemerkt, dass mir das total liegt und total viel Spaß macht und auch gemerkt, dass ich das weitermachen will, kann ich ja jetzt, ich habe jetzt mein allgemeines Abi. Das heißt, der Weg führt weiter und ich bin schon sehr froh, hergekommen zu sein, auch wenn mein Gestalterweg mehr oder weniger hier abgeschlossen ist. Ich bin der Stefan aus der FTW, aus dem Technikzweig. Und ich bin hier auf der FOS Augsburg, da ich noch nicht so wirklich weiß, was ich genau machen will später. Aber ich nutze die Zeit hier so als Möglichkeit, um meine Interessen zu erforschen oder je nachdem, was ich halt dann Lust habe, in der Zukunft zu machen. Ich habe mein Praktikum bei der IHK gemacht mit den zwei Bereichen Elektrotechnik und Metall. Und in beiden konnte ich dann schon mal schauen, welche Interessen ich habe, welches mir gefällt. Und an sich hat mir beides gefallen. Und hier auf der FOS, das ist einfach eine gute Möglichkeit dann auch für mich, neue Leute kennenzulernen, wie ich das jetzt auch schon habe. Vor allem viele verschiedene. Und es ist für mich persönlich auch sehr gut gelegen, da ich hier ziemlich einfach herkommen kann und jetzt nicht viele große Umwege machen muss. Hallo, ich bin Simon, 19 Jahre alt und ich gehe hier auf diese BOS in Augsburg. Ich hatte schon immer zwei Traumjobs in meinem Leben. Der erste Traumjob war Hotelfachmann. Den habe ich mir verwirklicht, indem ich gleich nach meinem Realschulabschluss der Ausbildung im Bayerischen Hof in München gemacht habe. Und der zweite Traumjob ist Grundschullehramt. Und den verwirkliche ich mir jetzt hier auf der BOS, indem ich erst das Fachabitur mache in der 12. Klasse und dann in der 13. Klasse das normale Abitur und dann danach gleich zum Studieren anfange. Was Besonderes ist auch noch, dass ich dieses sogenannte Wechselpraktikum gemacht habe. Denn normalerweise darf man mit der Ausbildung als Hotelfachmann nicht auf den sozialen Zweig gehen. Und deswegen habe ich so ein halbes Jahr ein Praktikum in der Grundschule gemacht und habe da eben so ein bisschen das Grundschullehramt kennengelernt und habe mich auch deswegen dafür entschieden und durfte dann auf den sozialen Zweig gehen. Hallo. Hi, mein Name ist Irina, ich bin 18 Jahre alt und bin seit diesem Jahr in der FOS Augsburg in der Richtung Wirtschaft und Verwaltung. Für die FOS Augsburg habe ich mich aus verschiedenen Gründen entschieden. Einer der wichtigsten war aber die praktische Vertiefung, durch die wir die Möglichkeit bekommen, sich in verschiedenen Bereichen auszuprobieren und vielleicht auch das Richtige für unsere berufliche Zukunft zu finden. Man bekommt aber auch die Möglichkeit, seine Stärken und Schwächen kennenzulernen, sich als Person einfach weiterzuentwickeln und auch neue Kontakte zu machen, was für uns in der Zukunft auch hilfreich sein kann.
Ich war in dem ersten Halbjahr war ich in einem Versicherungsbüro und im zweiten Halbjahr bin ich jetzt in einer Werbeagentur. Das freut mich auch, dass ich da bin, da ich nach der FOS den Wunsch habe, Marketing zu studieren. Und da lohnt sich das ja auch, wenn man sieht, wie so ein typischer Alltag aussieht und was man da alles macht. Hi, ich bin Pia, ich bin 17 Jahre alt, habe dieses Jahr mein Fachabitur geschrieben, war im Zweig Sozialwesen. Und weil ich in der 11. mal was Neues ausprobieren wollte, habe ich mir gedacht, gehe ich in die Schülerzeitung, weil ich für mich persönlich viel schreibe, sehr viel über Selbstliebe und Selbstakzeptanz, weil es für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Und ich das einfach gerne weitergeben würde an die Gesellschaft heutzutage. Und genau, habe mir gedacht, dass ich meine Texte dann auch gerne in der Schülerzeitung veröffentliche. Wir haben mit unserer Schülerzeitung Verweis verschiedene Preise gewonnen. Die wichtigsten Preise, die man für eine Schülerzeitung gewinnen kann, sind dementsprechend auch durch Deutschland gereist, waren zum Beispiel eine Preisverleihung in München. Und das ist einfach so eine Erfahrung, die mir im Leben bleibt. Die Menschen, die da mitgearbeitet haben, waren super inspirierend für mich persönlich, einfach weil die Kreativität so überragend war. Also wirklich da ist das Individuum steht im Mittelpunkt, kann sich selbst verwirklichen in seinen Texten und das finde ich mega. Ich bin Oliver Lagwa und ich bin der Schulleiter der Fachoberschule und Berufsoberschule Augsburg. Ich freue mich, dass Sie sich für unsere Schule interessieren und ich möchte dazu sagen, dass meine Motivation an dieser Schule zu sein ist, dass wir sehr viele gute Kollegen haben. Wir haben eine gute Verwaltung. Wir haben vor allem sehr viele Ausbildungsrichtungen. Und ich freue mich, wenn Sie als Schülerinnen und Schüler dieser Schule Teil unserer Gemeinschaft werden. And I feel so far. From home, I'm longing for a place where I belong. Hold me in your arms before I'm gone. Thank you.